Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, ja mittlerweile nun auch schon zu unserer zweiten EM-Ausgabe hier im Podcastraum im Fair. Ja, herzlichen Dank an Chris, dass wir wieder hier unseren Podcast aufnehmen dürfen. Herzlich willkommen, liebe Gäste. Wir haben heute den Luca dabei und wir haben den Max wieder dabei. Hallo. 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 Lukas, der Jimmy-Ersatz. Also eigentlich was andersrum, aber. Gut. Wir haben ja heute ein ganz besonderes Datum. Heute ist das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Heute ist der 14.06. Genau. Jungs, dann würde ich jetzt einfach mal das Wort direkt an euch weitergeben. Wie fühlt ihr euch heute und wie geht's euch? Also, mir geht's auf jeden Fall sehr super. Ich bin sehr aufgeregt, wie das heute sein wird. Die Vorfreude ist auf jeden Fall groß. Also ich bin dran, ne? Ja. Mir geht's ganz gut. Ich freue mich sehr aufs Spiel. Bin sehr zuversichtlich, dass wir gewinnen und hoffe, dass mein Tipp durchgeht. Die Sportwetten machen sie ja nicht von alleine. Hier, also, no Sportwetten hier, die hier. Das gute Fair hat hier Tippspiel. Auch Tippspiele. Ja. Ich nenne es immer Wetten. Internes Tippspiel. Und ich weiß nicht, ob man was gewinnen kann, aber ich will auf jeden Fall was gewinnen. Deswegen freue ich mich sehr und hoffe, dass mein Tipp durchgeht. Nochmal ganz deutlich, ohne Einsatz und ohne Geldgewinne ist ja klar. Ja, kannst du wenigstens irgendwie ein Lolli oder so was gewinnen? Das wirst du dann schon sehen. Ja, Alter, auf jeden Fall alles dabei. Aber ich gucke mir das Spiel nicht an. Also wahrscheinlich nicht. Du meinst... Du guckst dir das Deutschlandspiel nicht an? Nee, also, ja. Nee, einfach nee. Hä? Warum sitzen wir hier? Ja, keine Ahnung, ich sehe doch nicht, weil du mich zum Podcast eingeladen hast. Völlig okay. Also, vielleicht bekommst du ja im Laufe der Europameisterschaft dann noch so viel Lust, die restlichen Spiele zu gucken. Das kann man ja vorher nicht wissen. Und vielleicht lässt du dich ja von der Euphorie auch noch mitreißen. Vielleicht brauchst du einfach noch ein bisschen länger. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ja, Gruppenphase. Auf jeden Fall siehst du so aus, als würdest du das Spiel heute Abend gucken. Ja, das musst du natürlich auch nicht. Versuch mal mit einem Fernseher ohne Sender drauf zu gucken. Das kann man auch online gucken. Wo kann man das gucken? Bei zdf.de. Genau, ZDF. Im Stream. Genau, bringt das im Stream. Kommt auf an, zocke ich dann oder guckst mir E-Club? Guck's mir an. Na, okay. Das ist ein ja. Nichtsdestotrotz, wir können ja auch morgen einfach drüber reden und dann... wir können auch einfach heute um so 21 Uhr treffen. Die Zusammenfassung angucken. Wir können uns morgen auch auf jeden Fall noch die Zusammenfassung angucken, das können wir sowieso machen. Und dann können wir auch nochmal drüber quatschen, aber wir sind ja jetzt gerade mal vor dem Spiel hier, ne? Ja, wir können uns auch einfach um 21 Uhr treffen und dann hier alle zusammen das Spiel glotzen und, keine Ahnung, Limoschen hinterkippen und dann passt es. Das machen wir am Mittwoch zum 18 Uhr Spiel. Echt? Ja. Gegen Ungarn. Gegen Ungarn. Ja, Schweiz also da Ungarn solltest oder du dann... Deutschland gegen Ungarn. Deutschland-Ungarn. Ist das Deutschlandspiel am Mittwoch? Komm, am Mittwoch? Am Mittwoch, 18 Uhr. Darf ich dir was Tolles sagen? Da habe ich sogar Zeit. Wir freuen uns jetzt schon. Da hol ich mir mal mein Deutschland-Trikot. Ja, was mir zwar viel zu groß ist, aber das passt schon. Da wächst du noch drin. Ich glaube nicht. Aber erstmal machen wir heute Abend die Schotten dicht. Ach, die Schotten. Genau. So, Prognose fürs Spiel heute Abend. Also, ich sage, es wird ein 2-0. Max? Ich sage, es wird ein 1-0 für Deutschland. Okay, wer schießt die Tore? Also ich sage, die Tore schießen würde, also ein wird auf jeden Fall Kai Havertz schießen. Mhm. Und ich denke, Florian Wirtz wird sich auch nochmal zeigen heute. Und bei dir, ich Max? Ich weiß nicht, ich kenne die Aufstellung jetzt nicht, aber... Die kennt keiner, aber darüber reden wir auch gleich nochmal. Meiner Meinung nach, also ich würde ja Sané dabei, ja, ne? Der ist nominiert, ja. Also ich würde auf jeden Fall Sané spielen lassen und meiner Meinung nach würde Sané auch das Tor machen. Okay. Sehr gut. Luca, wer würde in deiner Wunsch-Startaufstellung stehen? In meiner wir fangen mal am Tor an. Im Tor, also es gab schon viele Diskussionen mit Neuer und Ter Stegen. Ich bin der Meinung, man kann Ter Stegen eine Chance geben, im Tor der Nationalmannschaft zu spielen. In der Verteidigung würde ich eine Viererkette hinten aufstellen. Ganz links mit Mittelstädt. Innen haben wir dann Tah und Rüdiger. Und rechts würde ich dann hinten Kimmich spielen lassen. Im Mittelfeld würde ich dann Kroos und André spielen lassen.
Vorne dann als Zehner dann Gündogan, auf den Flügeln jeweils Wirtz und Havertz. Nee, Wirtz und Musiala und vorne im Sturm dann Kai Havertz. Okay, also du bist nicht für Füllkrug als Also, Startspieler. Füllkrug, Havertz sind beides sehr gute Spieler, aber ich finde, Kai Havertz hat sich jetzt in der letzten Zeit im Rest der Nationalmannschaft so gut gezeigt. Tor gegen Frankreich, Tor gegen Griechenland, zweimal sogar, also einmal im Abseitstor und einmal ein normales, richtiges Tor, was zählte. Ja. Trotzdem auch super, super nach vorne gespielt. Füllkrug hat sich jetzt, hat zwar ein gutes Tor gegen Holland gemacht, aber ihn sehe ich auch als Joker. Hat man auch bei der letzten WM auch deutlich gesehen. Okay. Max, wie sieht deine Startaufstellung aus, deine Also, Wunsch-Startaufstellung? im Tor ist dasselbe hier, Neuer der, Neuer das. Meiner Meinung nach steht trotzdem Ter Stegen drin. Okay. Ist das noch Weil, gar nicht klar? Wer nee, das wo ist noch drin nicht steht? klar. Das Die ist hier. Aufstellung wurde noch nicht geleakt. Echt? Es kommt um Nee. 20 Uhr ungefähr. Aber meiner Meinung nach sollte Ter Stegen spielen. Also Neuer schon gut an sich. Hast du ja gegen wen hat er zuletzt gespielt? Gegen Griechenland. Gegen Griechenland. An sich, aber die Patzer, die dabei waren, die waren es halt echt nicht. Meiner Meinung nach, deshalb sollten wir unseren wunderbaren Mann aus Barcelona mal eine Chance geben. In der Defensive, ja, links Mittelstädt, IV Rüdiger Tah, rechts Kimmich. Also meiner Meinung nach, das ist ja das Beste, was du aktuell aufstellen kannst. Kannst du vielleicht nochmal über Waldemar Anton nachdenken, aber selbst wenn, den würde ich auch nur auf der Bank sitzen lassen. Sorry an Waldemar Anton, wenn du jetzt zuhörst. Ja, also Also im der wird Mittelfeld, reagieren. ich würde, wie würde ich ein Spiel mit einem Dreier im Mittelfeld, glaube ich. Okay. Und dann, also, ja, gut. Da hinten Wie 4, heißt denn das? genau. 4-3-3 heißt das. 4-3-2-1. Nein, 4-3-3. Also, 4-3, okay, vier 4-3-3. hinten, drei Ja. Mittelfeld, drei auf Stürmer, Flügel, alles. Okay. Also Sané hast du ja schon gerade eben Ja, gesagt. Sané auf jeden Fall Stamm bei mir. Okay. Auf links dann Musiala. Ja. Und im Zentralen würde dann bei mir, wie heißt er denn? Kroos Ja. und Kroos oder Kroos, ich weiß nicht, wie man den Groß ausspricht. und groß. Kroos, genau. Pascal Groß. Pascal Kroos, genau. Ja. Kroos, Kroos. Nein. Mann. Also es ist, das eine ist ein K, das Ja, ich andere ist weiß. ein G. Sagen wir, die Großen sind ja beide groß. Ja, also Pascal Groß und Toni Kroos auf jeden Weiter. Fall. Ja, offensives Mittelfeld Wirtz. Und im Sturm ist auch dann eine Debatte meiner Meinung nach zwischen Philly und Havertz. Havertz aktuell gut, sehr gut sogar, aber Krug halt auch. Also wenn ich noch einwerfen würde, also Füllkrug und Havertz sind, also Havertz auf jeden Fall Startaufstellung. Füllkrug ist auch ein guter Spieler, aber nicht zu vergessen sind auch Maximilian Bayer und Dennis Undaf, die auch im Laufe des Spiels, so ab 60. oder so, wenn man mal noch ein schnelles Tor braucht, wie bei Undaf zum Beispiel, was er bei Stuttgart macht, ist super, würde ich noch Stuttgart, würde ich noch Undaf Ja. auch noch einwechseln. Ja. In der Mitte der zweiten Halbzeit. Ja. Also, will ich jetzt weiterreden? Danke. Ich glaube, bei mir wird sogar Füllkrug stammen. Und dann ungefähr ab 50. Minute kommt der Havertz rein. Einfach weil ich finde, Füllkrug. Havertz und Füllkrug nehmen sie eigentlich kaum was. Aber ich würde es erstmal mit Füllkrug versuchen. Und wenn der es nicht reicht, kommt halt Havertz. Aber wenn der halt, keine Ahnung, einen Dreierpack schießt oder so, kann er vielleicht nochmal im nächsten Spiel auch mal. Vielleicht Startspiel. Aber Ja. nur vielleicht. Ja. Okay. Es kommt auch viel auf die Tagesform der Spieler an. Kann ja auch sein, dass jetzt ein Spieler jetzt hier zwei Tore schießt, weil er es kann, weil er super Räume findet, weil er super spielen kann. Ja. Und an einem anderen Tag funktioniert es halt nicht. Entweder weil die Gegner so gut sind oder weil er halt Weil das irgendwelche einfach nicht Schmerzen hat. kann. Oder einfach, weil er sich heute. Weil die Tagesform nicht gut ist, ist ja auch Ja, immer ein ja. Thema. Darum glaube ich auch, dass man Neuer einsetzen sollte. Nur weil er die Patzer da hatte und einen schlechten Tag hat, warum sollte man ihn von der EM ausschließen, oder? Na, da sitzt er auf der Bank. Ja, das Also, so ist. weit ausgeschlossen Er ist hat er schon ja so nicht. viele geile Spiele gemacht, die habe ich sogar gesehen. Also. Dahin, erzähl mal deine Wunschaufstellung. Meine Wunschaufstellung wäre auf jeden Ja. Fall im Tor Ter Stegen, links Mittelfeld, links Mittelstädt, so, also Abwehr links Mittelstädt. Tja, dann hätte ich ja nun gerne Hummels gesehen, aber der darf er nicht. Warum nicht? Er Hummels wurde wurde nicht nicht nominiert. nominiert für Ah. die Nationalmannschaft. Okay. Dann ist bei mir Schlotterbeck. Schlotterbeck ist Innenverteidiger, oder? Ja. Ja. Kann by the way auch rechts spielen. Kann by the way auch rechts spielen. Da steht bei mir, weil er
Naja, obwohl, macht Rüdiger auch Außenverteidiger? Nein. Ist nur in? In, okay, dann steht bei mir Rüdiger in auf der rechten Seite und rechts außen geht ja nur Kimmich. Wir haben keinen richtigen Außenverteidiger. Doch, wir haben Benedikt Henrichs dabei. Dann würde ich den anstelle von Kimmich Benjamin mitnehmen. Benjamin alles. Oder David Raum, aber der ist mehr für Mittelstädt. Raum ist links, oder? Ja, genau. Ja, aber der kann, soweit ich weiß, auch recht. Wenn Mittelstädt dann irgendwann, wenn Mittelstädt die Nase voll hat, wenn er wieder zwei Tore geschossen hat, okay. Dann. Ja. Gut, ja, so bei mir würde dann Henrichs auf jeden Fall rechts Außenverteidiger machen. Dann ist auf jeden Fall bei mir Kroos und Can. Can? Ja. Der jetzt nachnominiert wurde. Can wurde genau. Für Pavlovic so nachnominiert. Ich finde, Can nach wie vor ist ein Leistungsträger, auf jeden Fall. Ist ein super Mann mit seinen 20.000 Fehlern beim BVB in einer Saison. Emre Can ist der Nationalspieler des Jahres vom letzten Jahr. Es gibt eine Abstimmung und da hat er gewonnen, genau. Mann, Max, der hatte bloß schlechte Tage. Ich bin halt auch ein Emre Can-Fan. Da hat aber eine schöne Menge. Ich bin ein Emre Can-Fan schon immer. Fand ihn schon immer gut. Er hat eine super Ausstrahlung, meiner Meinung nach. Er kann pushen, er kann nach vorne gehen. Was mir bei Gündogan zum Beispiel fehlt. Gündogan wäre auch nicht mein Kapitän. Gündogan würde auch nicht bei mir in der Startaufstellung spielen. Ich würde, na wie gesagt, Can und Kroos. Dann darf, also rechts würde ich wahrscheinlich auch auf Sané gehen. Links würde ich vielleicht sogar nochmal Müller probieren. Und vorne drin dann die Lücke. Harvards eigentlich, oder? Ja. Da fehlt aber eine Position. Da fehlt noch einer? Ja, klar, einer im Mittelfeld. Einer im Sturm, kommt von vorne. Ja, genau. Offensives Mittelfeld, oder? Ja, offensiv würde ich dann nochmal gehen mit. Wen hätten wir denn da noch? Was ist mit Chris Führig? Schala, Fühlig. Musiala, von vornherein. Musiala noch. Echt? Ja. Wirtz bleibt draußen. Ja, den kann man ja einwechseln. Kimmich auch. Also, Müller ist für mich auch, ich mag Müller nicht, aber Müller hat seine Momente. Müller hat auf jeden Fall seine Momente. Dann Müller hat's richtig. Müller auf links, ich weiß ja nicht, der Typ ist, der ist halt nicht mal der Jüngste. So. Ja, also, ja, ich weiß, was, ja. Der hat Erfahrung, der hat Erfahrung. Ja, aber ich würde den eher in die Mitte stellen und dafür unseren wunderbaren Jamal auf links. Links dann, ja. Weil er hat wenigstens ein bisschen Tempo drauf. Aber Musiala links sehe ich halt auch nicht. Ich sehe Musiala immer zentral, eigentlich. Ja, ich eigentlich auch. Er spielt ja trotzdem bei mir links Mittelfeld. Hat aber trotzdem gut auf gegen Frankreich hat er auch das allererste Mal, wo er, glaube ich, meines Wissens wirklich auch links gespielt hat. Ja. Da hat er, wie das 2:0 entstanden ist, Havertz im Sturm, Musiala im Flügel. Ja. Habe ich auch gesehen, das war 49. Minute war das ungefähr, wo Musiala sich da durchgedribbelt hat mit seinen Sololäufen. Ja. Die mich unfassbar stolz machen und mich faszinieren. Mhm. Wie er denn den Ball, weil Havertz ja mitgelaufen ist, wie er den Torwart erstmal stehen lassen hat, den Ball zurückgepasst hat, Havertz lief super mit und hat das Ding reingepfeffert. Ja. So was möchte ich sehen auf jeden Fall. Das klingt gut. Ich hätte eine Frage an euch und zwar, was denkt ihr, wie wird Deutschland, also die Nationalmannschaft, damit umgehen heute Abend? Sollten die Schotten hochpressen und richtig hoch verteidigen und die Deutschen schon an der Strafraumgrenze richtig unter Druck setzen. Da sehe ich eine Gefahr, die Deutschland nicht leicht handeln kann. Zumindest die Nationalmannschaft. Gegen Griechenland hat man gesehen, dass die Griechen technisch sehr gut waren, wo Neuer dann diese ein, zwei guten Paraden hatte, gleich zu Anfang da. Und die Griechen haben locker durch die Reihen gespielt und haben sich durchgespielt bis nach vorne. Und wenn ich mir vorstelle, die Schotten würden noch höher stehen und noch offensiver und dann kommen so zwei Durchläufe und steht 2:0 für Schottland. Was denkt ihr, was ist Deutschland in der Lage, da zurückzukommen? Also wir haben auf jeden Fall, ich bin mir sicher, es ist möglich, weil ich habe noch ein anderes Beispiel, weil im Holland-Spiel war es ja auch der Rückstand da kurz in der 5. Minute. Ja. Und da hatte ich ja Deutschland auch gut wieder nach vorne spielen können. Ja. Weil nachdem der Ausgleich dann kam, wurde das deutsche Spiel auch wieder viel besser. Ja. Natürlich, es gibt immer mal den Schockmoment, dass jetzt, ach, steht jetzt 1-0 Schottland meinetwegen. Dann sind sie alle erstmal ein bisschen frustriert. Versuchen dann, auch wenn es am Ende ist, versuchen dann irgendwie die Bälle nach vorne zu dreschen. Mhm. Das hat man auch bei der WM letztes Mal gesehen. Und wir sollen es einfach ruhig angehen lassen. Auch wenn es 85. Minute 1-0 Schottland stehen sollte, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Immer dran denken, einfach so tun, als ob es noch die 30. Minute oder sowas wäre, dann klappt es meistens. Wenn man sich unter Druck stellen lässt, dann kommt zwar gute Chancen manchmal auch, aber
Die gehen dann manchmal über die Latte, neben den Pfosten, an die Latte, was auch immer. Der ist die innere Ruhe weg. Ans Tor. Ja, so im Leverkusen-Style. Ja. Ruhig bleiben, abwarten. Genau, es gibt dann noch die 90 plus. Es gibt 90 plus, ja, eventuell weiß man nicht, wie sie. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Ding, wie es bei der EM jetzt gemanagt wird. Zu 14 Minuten Nachspielzeit. Mit den Nachspielzeiten, ne? Beziehungsweise, dass es ja jetzt bei der Europameisterschaft auch diese Regel geben soll, es darf nur der Kapitän mit dem Schiri reden. Habt ihr davon gehört? Ja, ich habe davon gehört. Mhm. Um eine Art Rudelbildung auch zu vermeiden. Das und einfach, dass der Schiri seine Ruhe hat beim Pfeifen, die Entscheidungen leichter durchsetzen kann, weißt du, nicht diskutiert wird. Und nur der Kapitän der jeweiligen Mannschaft darf zum Schiri gehen und, naja, diskutieren, argumentieren und kein anderer. Ja, das hat mal auch gucken, was passiert. Das hat auch einen Vorteil auch, weil das hab ich jetzt beim Champions-League-Finale bei Real Dortmund, habe ich das gesehen, dass nur wegen dem Diskutieren da zwei, drei Spieler gelbe Karten bekommen haben. Das stimmt, ja. Und das sehr schnell auch. Ja. Genau, das kann man noch vermeiden in dem Sinne. Da müssten die Spieler aufhören zu argumentieren bzw. zu diskutieren. Ja. Das Hauptargument für diese Regelung ist, dass halt Nachspielzeit verringert werden soll. Okay. Oder? Ist eine Frage. Also ist eine Möglichkeit. Also auch, weniger Diskussion. Habe ich nichts von gehört. Weil Diskussion ist ja auch so, also Nachspielzeit ist ja, wenn ein Spiel unterbrochen wird, dass eine bestimmte Anzahl an Minuten fehlen. Und wenn so oft lange diskutiert wird, desto länger ist auch das Spiel unterbrochen und desto höher wird dann auch die Nachspielzeit sein. Genau, wenn nur der Kapitän diskutieren kann, dann gibt es gar nicht so viel Diskussion. Da gibt es maximal weniger Minute. Nachspielzeit. Deswegen, das wird interessant zu beobachten sicherlich jetzt. Ja, genau. Das ist das erste Turnier, wo das eingeführt wird, sonst gab es bisher noch nie. Ist aber lustig wäre, wenn der Kapitän jemanden faul gelb kriegt, sich beschwert und daraufhin gelb rot kriegt. Dann kann er mal diskutieren. Es wird auch Stellvertreter geben, weil das habe ich beim Holland-Spiel gesehen, dass Gündogan, verletzt war er nicht, aber er ist einfach, irgendwann ist er runter, wurde er ausgewechselt und dann hat Toni Kroos die Binde bekommen. Also Gündogan kann schon jemand anderes auch die Binde geben. Ja, na klar, wenn er ausgewechselt wird. Genau, und dann muss er ja. Und wenn dann 10 Minuten später was passiert, als Beispiel jetzt Toni Kroos, kriegt er die Binde, hat Toni Kroos dann auch die Verantwortung, mit dem Schiri zu sprechen. Genau. Muss es einen Kapitän auf dem Platz geben? Ja, immer. Das ist die immer, Regel, okay. Weil sonst kann er keiner. Diskutieren anscheinend jetzt. genau. Jetzt noch viel wichtiger. Mal, selbst wenn du 3 rote Karten hast, musst du trotzdem, keine Ahnung, irgendwie eine Kapitänsbinde überleihen. Ja. Wenn alle 3 Kapitäne sich gedacht haben, ah ja, natzen wir mal schön in den Rinnen und holen uns die rote ab, müssen wir immer die Binde weiterheben. Ja, also. So nach dem Motto, genau, ja. Aber was bei Deutschland hoffentlich nicht passiert, das ist mehr England-Style 2010, aber bei Deutschland wird das eher nicht so. Weißt du, was cool wäre? So wie so mein Mike Maignan, als er diesem einen Spieler ins Gesicht gesprungen ist. Das würde ich von Neuer oder Ter Stegen sehen. Das wäre Comedy pur. Der ist ja Neuer nicht beim WM-Finale 2014 gegen Argentinien, Higuain oder so, in 90. Minute auch ins Gesicht gesprungen? Ich glaube schon. Aber er hat kein. Merkt ihr euch, wa? Aber das war stürmerfaul, der hat kein Geld bekommen. Echt? Ah, ja, stimmt. Daran kann ich mich auch erinnern, ja. Das war 2010 in Südafrika? Nee, Brasilien. 2014, okay. War im Finale. Ah, okay. Ja, stimmt. Ja. Juti, habt ihr vor, die Fanmeile zu besuchen? Die Fanmeile, also wenn ich die Möglichkeit habe, sehr gerne. Wochenende, irgendein Spiel kommt auf Sonntag. Das ist, glaube ich, das Schweiz-Spiel, was an dem Sonntag kommt. Genau, am 23. kommt Deutschland gegen Schweiz. Ja, das ist das dritte Gruppenspiel. Genau, das letzte Gruppenspiel. Und da würde ich mir es gerne mal auf der Fanmeile mal angucken. Ja. Und du? Nein. Warum? Sind mir zu viele Menschen. Ja, hast keinen Bock drauf. Nee, ich hasse Menschen. Ja, aber einfach mal hinfahren so. Du musst dich ja nicht mitten in die Meute stellen. Du kannst dich ja auch einfach mehr an den Rand oder die Stimmung mitnehmen, die Euphorie. Die internationalen Gäste. Die einzige Stimmung, die ich mitnehme, sind meine Aggressionen bei der Apex Legends. Das reicht. Vielleicht macht ihr nochmal einen Apex-Podcast oder so. Dazu kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wen du dir dazu einladen möchtest, aber vielleicht findest du jemanden. Louis, mein besten Partner im Spiel. Dann mach das. Was ich jedenfalls, was mich auf jeden Fall sehr interessiert auch, ist auch, weil heute spielt Deutschland gegen Schottland. Das ist ja das einzige Spiel, was heute ist. Weitere Spiele sind ja heute nicht. Nee. Und die ganzen anderen Clubs, ich weiß ja nicht, ob die anderen Nationalmannschaften wie Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Belgien etc. sich heute auch alle das Spiel angucken, Deutschland, Schottland, in ihren Trainingsquartieren, Public Viewing. Ja.
Das ist eine gute Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das machen. Also strategisch sehr sinnvoll. Du kannst ja sofort sehen, wie die spielen. Gerade die Gruppengegner jetzt. Ja. Also, aber man hat ja auch schon, also zum Beispiel Deutschland ein Sommermärchen, kann ich mich erinnern. Oder jetzt auch diese Katar-Doku auf Amazon. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Nee. Da waren die auch in den Quartieren und haben gefilmt. Also in den Nationalmannschaftsquartieren. Und da sieht man auch, dass die sich die Spiele angucken und auch richtig analysieren. Also die haben ja jetzt, also Julian Nagelsmann ist zwar der Bundestrainer, aber der hat ja noch sein Team. Da sind ja auch Leute dabei, die Spiele analysieren von den Gegnern und so. Die gucken, okay, wie spielen die Portugiesen, wie spielen die Engländer, wie spielen die Schotten und so. Und dann wirklich auch die Team-Meetings mit den Spielern zusammen machen, um diese Sachen, für das nächste kommende Spiel einzustudieren oder zu planen, zu managen und so. Genau, weil es auch sehr vom Vorteil ist, für den Fall, Deutschland gewinnt die Gruppe mit 9 Punkten oder egal mit wie vielen Punkten, oder Deutschland ist im Achtelfinale, da ist es schon mal zu sehen, als Beispiel jetzt Dänemark spielt gegen England und Deutschland guckt sich das an, Dänemark ist möglicher Achtelfinalgegner. In meiner EM-Prediction habe ich auf jeden Fall gesehen, dass wenn wir als Erster weiterkommen, dass irgendjemand aus der Gruppe C unser Achtelfinalgegner wird. Okay. Das könnte England, Slowenien, Serbien oder Dänemark sein. Oh, ich hoffe, es wird England. Cool. Aber dann müsste England Dritter werden in der Gruppe. Echt? Und das werden sie nicht schaffen, gegen Serbien und Slowenien Dritter zu werden. Okay, dann wird Serbien England oder machen wir Serbien? Ich denke mal, es wird Dänemark oder Serbien, denke ich mal, gegen die wir spielen werden. Sollten wir als Gruppenerster im Achtelfinale landen. Ja. Und da ist es schon mal zu sehen, wie Dänemark spielt. Ich weiß ja, dass Dänemark zuletzt im Halbfinale war, EM, gegen England auch, dann verloren haben. Ja, und es ist für mich definitiv auch sehr interessant zu sehen. Ja. Also um schon mal anzutasten an den Gegnern auch, wie spielen sie und so weiter. Ja, klar. Also wenn wir gegen Serbien spielen, die sind ja, glaube ich, soweit ich weiß, das erste Mal jetzt dabei bei der EM. Ja. Ne? Glaube ja. Dann zeigen wir erstmal, dass sie hier absolut nicht hören und schicken sie zurück in ihr Heimatland, habe ich gehört, oder? Wer raus ist, ist raus. Ja. Oder? Also, ich meine, weißt du, wer verliert, hat verloren. Wenn wir wirklich gegen Serbien spielen, dann von Serbien auf die Fresse kriegen würden. Im Achtelfinale dann. Naja, es ist halt immer noch Fußball. Du kannst das vorher nie wissen. Ja, so weißt du, so Milinkovic-Savic da mit seinen Schüssen aus 20 Metern, da knallt er einfach so ein Lattending da rein. Dann läuft er am besten auch völlig losgelöst bei Mittelstädt. Ich dachte, machen wir die Hymne mal wieder an. Ja. Ich habe zwar nicht getroffen, aber könnte ja sein, irgendwann in ein paar Jahren. Ja. Und dann lachen uns die Serben aus und denken sich, Mann, die Deutschen, die können ja absolut nichts in ihrem Land. Ja. Denke ich mir, Mann, die Deutschen können ja absolut nichts in ihrem Land. Aber Brasilien könnte was. Ja, Brasilien auch kein Gegner, 7-0, aber Serbien war jetzt das erste Mal dabei. Total gefährlich. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, also es würde mich nicht wundern, weil jetzt habe ich ja auch gesehen bei der WM14, aber das kann ich ja nicht vergleichen. Aber damals war es so, gegen schwache Mannschaften, oder WM 2010, wenn wir schon beim Thema Serbien sind, wir haben 2010 im zweiten Gruppenspiel 1-0 in Südafrika gegen Serbien verloren. Bei Miroslav Klose mit Rot vom Platz geschickt wurde. Haben dann aber 2 Wochen später England 4-1 weggefegt und Argentinien 4-0. Ja. Weißt du, was auch gut war? Die Niederlage gegen Südkorea. Die war auch gut. Ja, da haben wir unterschätzt. Aber mit seinem jungen Son. Aber der beste Spieler. Da sind wir jetzt schon wieder mit dem Thema Neuer. Da frage ich mich, was Neuer eine 90 plus 6 vorne beim anderen Strafraum zu suchen hatte. Ja, der wollte halt auch mal. Der hat kurz seinen Job verwechselt. Der dachte auf einmal, der ist jetzt Kai Havertz oder der so. Held und haut da jetzt erstmal einen Fallrückzieher raus. Es gab ja einen Torwart, der hat einen Last-Minute-Tor, ich glaube in der 120 Minuten oder so hat den Last-Minute-Tor mit einem Fallrückzieher rausgescheppert, Alter. Da haben sich die Gegner auch gedacht, Junge, wer hat Stürmer? Bei einer EM oder was? Nee, keine Ahnung, wo. Irgendwo in einem Spiel. Ich glaube, war irgendwie kolumbianische Liga oder so. Aber ganz cool. Ja, die 5. kolumbianische Liga, 16. Tabellenplatz oder sowas. In der Relegation. Also, ich glaube, als Torwart werdet das schönste Relegationstor und dann am besten auch verlieren. Ja. So, super. ich wünsche allen Beteiligten viel Spaß beim heutigen Spiel heute Abend. Ich bin jetzt auch schon richtig, wie sagt man denn, aufgeregt, kann man sagen. Bitte? Gehypt. Gehypt, ja, euphorisch.
Und morgen hier im Fair gibt es um 15 Uhr das andere Gruppenspiel. Genau, das ist ja Ungarn gegen die Schweiz. Ungarn gegen die Schweiz. Auf werden ARD. Wir uns hier um 15 Uhr schön reinziehen mit ein paar Kartoffelchips. Darf ich hier Geiles sagen? Und vielleicht sogar ein Multivitamin-Trinkpäckchen dazu oder so. Oh mein Gott, morgen haben wir Samstag. Und Samstag, Deutschland, wenn Deutschland ein Tor schießt, ja, das ist später Ungarn-Schweiz. Ey, Ungarn gewinnt, glaub mir. Ich habe einen Tipp abgegeben. 2-0 Ungarn. Das können wir morgen alles schön überprüfen, ja, während des Spiels sogar. Da können wir dann schön mal schon mal die Tippzettel auswerten. Und gucken, wer schon mal richtig gut getippt hat. In diesem Sinne, liebe Jungs, lieber Chris, herzlichen Dank, dass wir wieder hier sein durften. Wir werden nächste Woche wieder einen kurzen und knackigen Podcast aufnehmen. Da können wir gleich die Spiele auswerten, die passiert sind. Genau, richtig, erstens das und zweitens können wir ja, weil dann ist ja nicht die ganze Gruppenphase vorbei, aber so zwei Spiele. Ja, Deutschland hat dann schon zwei Spiele hinter sich. Also das wird dann schon mal interessant. Und können dann schon mal die Ausgangslage, wie Deutschland hatte zum Beispiel jetzt einen Punkt aus zwei Spielen, was ist noch möglich? Ja, dann oder wahrscheinlich nicht mehr viel. Aber oder Deutschland hat 6 Punkte oder 4 Punkte. Genau. Was reicht Deutschland für das dritte Spiel? Reicht Deutschland das wird spannend, richtig. Reicht Deutschland für das dritte Spiel ein Unentschieden oder brauchen sie einen Sieg oder sind sie schon weiter? Das ist dann Thema nächste Woche. Also wenn du mit 6 Punkten noch rausfliegst, da weiß ich nicht, was du falsch gemacht hast. Wirklich. Das werden wir dann sehen. Aber es kommt auch der Truppen dritte weiter. Schön auswerten. Ich will, oder eine Sache wollte ich noch fragen, weil das ist ja wahrscheinlich hier das Ende jetzt der Podcast, ne? Ich wollte noch fragen, vor allem an dich, was dein Geheimfavorit bei der EM ist. Also, ein Geheimfavorit. Ja, also keine Ahnung. Also nicht einer der ständigen Favoriten, so wie Deutschland, England. Ja, nicht England. So oder wie nicht, Data, was du oft dann trickst oder ja, was. Frankreich gehört natürlich auch dazu, genau. Das ist so schwer. Ich tendiere dazu, Belgien zu sagen. Belgien? Ja, und ich würde sagen, Portugal. Also ich habe mit Pepe schon. Ist das deine Hoffnung oder ist das dein analytisches Ergebnis? Das ist ein Gefühl und das wären die Geheimfavoriten. Geheimfavorit bedeutet ja, mit diesen Mannschaften rechnet jetzt nicht wirklich jemand, dass die Europameister werden. Okay. Also ich glaube, Frankreich steht hoch im Kurs, oder? Ja, die sind mit England, soweit ich weiß, das am meisten. Aber, ja? Am meisten, wie heißt das? Favorisiertes Team. Ja, warum also, England? Ja, wegen der Kaderqualität einfach. Wegen Jude Bellingham? Wegen Harry Kane. Ohne Sancho, ohne Grealish. Ja, keine Ahnung. Ohne Harry Maguire. Aber mit Alexander Arnold. Alexander Arnold, was kann der außer Freistöße schießen? Aber du bist der Meinung, England ist auf jeden Fall Favorit. Ja, also ja, von denen, die da sind, auf jeden Fall meiner Meinung nach der beste Favorit. Okay. Und ihr Heimfavorit mit Dominik Szoboszlai, die Ungarn. Die Ungarn. Ja. Also ich habe jetzt noch eine Sache, ich bin dann sonst durch, nur eine Sache möchte ich noch ansprechen. Nämlich bei mir, also mein Top-Favorit werden natürlich die Franzosen sein. In Deutschland hoffe ich natürlich auch. Ein Geheimfavorit, also so ein Team, was überraschen könnte Albanien sein. Bin ich der Meinung, auch in der Todesgruppe mit denen. Aber dass sie wenigstens so ins Achtelfinale kommen, so damit könnte man trotzdem rechnen. Das wäre schon mal eine Sensation. Ja. Mit Georgien bin ich mir auch schon ziemlich sicher. Das ist zum ersten Mal, ne? Für die Georgier. Ja. Aber die haben ja nicht so eine russische Gruppe außer Portugal. Georgien. Können die? Meine Meinung nach, Torschützenkönig, bin ich der Sache, wird Harry Kane. Der wird viel machen. Sehr gut möglich, klar. Bester Spieler neige ich zwischen zwei, würde ich sagen, zwischen Mbappé und Kai Havertz würde ich da jetzt zwischen als bester Spieler. Bester Youngster würde ich sagen Florian Wirtz. Und bester Trainer würde ich sagen Gareth Southgate. Von England. Ja. Du hast eine Sache vergessen. Bester Assist, Diego. Bester Assist, ja, würde ich sagen Toni Kroos. Aber ja, da würde ich es auch, Spaniens Dani Olmo würde ich da auch irgendwo sehen. Ja, auch stark. Obwohl ich von Spanien jetzt eigentlich nicht so viel erwarte eigentlich. Mhm. Der Olmo, der ist aber ganz gut, ne? Der hat nur 93 bei mir im Karrieremodus. Und bester Torwart? Bester Torwart. Entweder Pickford, könnte aber auch sagen Mignon oder Ter Stegen, wenn er zum Einsatz kommt. Ja. Super. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank, Jungs. Herzlichen Dank, Chris. Und wir hören uns nächste Woche. Für Deutschland. Für Schottland. Für Schottland. Macht die Schotten dicht. Das schönes Wortspiel. Damit tschüss.